Ja, Lars, eine 0:3 Heimniederlage gegen Borussia Dortmund. Findest du schon die richtigen Worte, die Niederlage zu beschreiben? Ja, schwierig. Ich denke, wir haben ganz gut angefangen, ordentliche Partie gespielt, gerade in der ersten Halbzeit. Die eine oder andere auch durch die Chance von Hoffi im Pfostenschuss. Mit ein bisschen Glück gehen wir 1-0 in Führung. Das war unser Ziel heute. Aber dann kriegen wir mit der ersten großen Chance von Borussia Dortmund gleich 0-1 direkt vor der Halbzeit. Sehr ungünstigen Zeitpunkt, spielt in Dortmund natürlich unglaublich in die Karten. Kommen dann raus und durch eine Einzelaktion gehen 2-0 in Führung. Und dann war es natürlich sehr schwer, heute nochmal zurückzukommen. Wie weh hat dieses 0-1 getan? Wir waren ja, muss man schon sagen, klar die bessere Mannschaft. Ja, wir haben es phasenweise ganz ordentlich gemacht und gerade in der Phase vor der Pause haben wir auch spielerisch sehr gut dagegen gehalten, den Ball auch mal in eigenen Reihen gehalten. Und dann kriegen wir das 0-1, das war natürlich erstmal ein Tiefschlag, wollten in der zweiten Halbzeit unbedingt nochmal zurückkommen, um hier nochmal einen Punkt zu holen oder vielleicht sogar nochmal mehr. Aber mit dem 0-2 war es dann natürlich auch in den Köpfen sehr schwer, nochmal zurückzukommen gegen so eine stabile Dortmunder Mannschaft. Jetzt heißt es natürlich munter putzen, weitermachen. Jetzt steht eine englische Woche an. Wir fahren zur TSG 1899 Hoffenheim. Wie blickst du auf das Spiel heute? Ja, heute noch gar nicht. Ich denke, jetzt erstmal überwiegt der Frust und die Enttäuschung über das Spiel heute. Aber im Fußball ist es so, dass so ein schnelllebiges Geschäft, da geht es am Mittwoch schon wieder weiter. Und da geht es jetzt ab morgen, übermorgen, die Köpfe wieder freizukriegen und dann am Mittwoch wieder neu anzugreifen. Lars, herzlichen Dank.